Hi und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Ja, ich habe heute für euch das Video ein kleines Aufgebrauchvideo. Ein paar Sachen habe ich aufgebraucht und möchte ich jetzt gerne entsorgen. Und werde ich jetzt euch zeigen, so was ich so aufgebraucht habe und vielleicht ein, zwei Wörter dazu was erzählen. Also, viel Spaß mit dem Video. Ja, als erstes eigentlich mein Mann hat diese Body Milk von Dove aufgebraucht. Das ist die reichhaltige Pflege für trockene Haut, langanhaltende, geschmeidige Haut, Deep Care Complex. Und zwar, der liebt die Body Milk von Dove, weil sie zieht sehr schnell ein. Es riecht so toll, es pflegt seine Haut ganz gut und deswegen hat er das aufgebraucht und werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann habe ich nochmal von Schwarzkopf ein Haarlack aufgebraucht. Das ist schon meine fünfte, sechste, siebte Dose, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich ganz gut. Ja, momentan habe ich allerdings ein anderes Haarspray in Verwendung, dieses Gatoubé in dieser gelben Dose, was ich auch ganz gut finde. Aber ja, ein super Produkt und kann ich nur weiterempfehlen. Also würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. So, dann habe ich von Isana ein Nagellackentferner aufgebraucht, den finde ich ganz gut. Momentan habe ich von Isana die andere Sorte, was ich auch ganz gut finde und kann ich auch nur empfehlen. Oh, ja, dann haben wir von Colgate Max White One diese Zahnpasta aufgebraucht. Die fand die ganze Familie ganz gut, also wir können die auch nur auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann habe ich von Shiseido eine Antifalten-Augencreme aufgebraucht. Ich meine, die gibt es bei Netto, glaube ich. Und ich finde die günstigen Augencreme von Discounter, die ich immer gekauft habe, die waren wirklich sehr gut. Da hatte ich keine Reaktion gehabt, also ich hatte keine Tränen in den Augen danach oder sonst was. Die haben super die Augenpartie gepflegt und deswegen kann ich euch wirklich die Augencreme sehr empfehlen. Ja, dann habe ich eine kleine Probe von Garnier Miracle Skin Cream aufgebraucht und die Probe, die hat mich so angefixt, die hat mich so überzeugt, dass ich mir die Originalgröße gekauft habe. Und zwar auch dieses Fall von Garnier Miracle Skin Cream in dieser Originalgröße 50 ml, kostet 9,95 €. Aber ich finde die Creme wirklich super toll, also die zaubert so ein super frisches Hautbild ins Gesicht und es macht die Haut so geschmeidig. Also ich finde die Creme wunderbar und wirklich, Leute, guckt euch mal das an und ich finde das großartig. Also ich kann es euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, dann habe ich auch dieses von Milden Made Desinfektionsspray aufgebraucht. Und zwar, ja, wie gesagt, wir haben einen kleinen Hund und ja, wenn ich mal seine Klamotten, sage ich mal, Decken und so wasche in der Waschmaschine, dann desinfiziere ich auch manchmal damit die Waschmaschine oder sein Korb, was er hat oder ja, für alles Mögliche. Und deswegen fand ich ganz gut und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von, ich glaube, das war von Aldi. Ja, dann habe ich eine Handcreme, Hand- und Nagelcreme aufgebraucht, und zwar dieser von Camille. Reichhaltige Pflege und intensive Feuchtigkeit für trockene Haut. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Die fand ich gut, preisgünstig und ja, kann ich euch auch empfehlen. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht, und zwar von Catrice. Das ist die Lash Extension Volume Mascara. Also die fand ich wirklich ultra gut. Die hat die Augen, die Wimpern sehr, sehr verlängert. Die hat sie etwas verdickt und mit der war ich wirklich sehr zufrieden. Momentan habe ich noch zwei andere in Benutzung, deswegen werden die erstmal aufgebraucht. Aber sonst, ja, kann ich euch auch empfehlen. Also wirklich tolle Mascara. So, dann habe ich von Essence Studio Nails 24/7 Nail Base aufgebraucht. Ja, okay, da ist noch was drin, aber das ist so irgendwie dickflüssig geworden, dass ich das einfach entsorgen werde. Fand ich wirklich gut, war eine tolle Sache, aber wie gesagt, kann ich jetzt zu Ende nicht aufbrauchen, deswegen kommt das jetzt weg.
Ja, und dann ist mir leider von Catrice dieser Matt-Nagellack eingetrocknet irgendwie. Und ja, den kann ich nicht mehr verwenden. Wahrscheinlich hatte ich den nicht richtig zugemacht oder so. Ich weiß es nicht. Der ist eingetrocknet. Das war diese wunderschöne hellgelbe Farbe. Ja, der kommt jetzt leider weg. Den kann ich auch nicht mehr verwenden. Schade. Dann habe ich noch aufgebraucht dieses von L'Oréal El Vital Anti-Haarbruch, Sofort-Aufbaukur. Ja, das hatte ich schon wirklich so lange. Da bin ich echt so froh, dass das jetzt aufgebraucht ist. Ja, ich und meine Haare, das ist so eine Sache für sich. Ich versuche so viele Sachen, so viele Kuren für meine Haare, weil die sind so, doch so. Die sind so fein und so brüchig und ja, ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Haarkur für mich. Auf jeden Fall, die habe ich aufgebraucht. Ja, die war, naja, ging so. Ich habe da keinen Unterschied jetzt gesehen, ob das jetzt besser war oder nicht, aber auf jeden Fall ist aufgebraucht. Kommt. Dann habe ich aufgebraucht, noch nicht ganz, aber das kommt jetzt auch weg, weil das ist auch irgendwie auch schon kaputt. Und zwar dieses von Essence, Sun Club. Das war dieser, die Nummer 02 Sunny. Das war dieser Matt-Bronzing-Puder. Den fand ich ganz gut, aber wie gesagt, das ist auch schon kaputt. Deswegen, ich habe jetzt so ein tolles von H&M. So ein Bronzing-Puder, der ist total super schön. Der macht so schöne Bräune und so leichten Schimmer. Und das finde ich total super. Deswegen kommt der jetzt weg. Ja, dann kommt dieses hier nochmal weg. Und zwar, das ist dieser Augenbrauenpuder. Ja, es ist auch noch nicht ganz aufgebraucht, aber ich benutze zurzeit sehr, sehr gerne diese Augenbrauenstifte. Und zwar diese von Catrice. Oh, die finde ich super toll. Deswegen kommt das weg. Ich weiß auch nicht, wo der Deckel dazu ist. Und ja. Ich werde es einfach entsorgen. Ich möchte das nicht als Lidschatten oder sowas verwenden. Das kommt einfach jetzt weg. Fertig, aus, Mickey Maus. Der perfekte Lidstrich für ein atemberaubendes Augen-Make-up. Also das ist so ein Stift und Leute, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Und zwar, das macht solche Striche, so dicke Striche und auch nie so. Das ist nicht gut pigmentiert irgendwie und ich kann damit da auf jeden Fall nicht da umgehen und mir Lidstrich machen, weil der einfach zu dick ist. Der gefällt mir nicht, deswegen kommt der jetzt auch weg. Zwei Haarprodukte kommen noch weg und zwar einmal dieses von Schwarzkopf Schmusekatze Anti-Frizz-Lotion. Oh, da ist wahrscheinlich noch so viel drin, aber irgendwie tut sich da für meine Haare irgendwie nichts. Keine Ahnung. Ich mache das, wie in der Anleitung steht, aber irgendwie meine Haare sehen dadurch auch nicht besser aus. Deswegen, das steht nur und verstaubt nur. Deswegen kommt das auch weg. Genauso wie dieses hier von L'Oréal Studio Thermolockenspray. Also, ich mache mir so selten Locken und überhaupt, das steht nur rum schon seit 2, 3 Jahren. Deswegen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das kommt weg und fertig. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem kurzen Video. Mein aufgebraucht, ausgemistet Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich mal, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.